liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind im Jahr 1484. Pommern hat einen weiteren Krieg gewonnen, hat Memel dazu gewonnen. Und nun müssen wir die außenpolitische Lage ein bisschen neu bewerten. Ich habe mich umgeschaut und es gibt interessante Entwicklungen. Zuerst eine kleine Revidierung dessen, was ich beim letzten Mal gesagt habe, mit den Plänen Riga und so weiter. Ich hatte völlig verdrängt, dass wir einen Waffenstillstand mit Riga haben. Die waren damals Teil der Hanse. Ich glaube, daraus rührt das noch bis 1492. Also noch 8 Jahre können wir mit Riga nichts tun. Insofern, ja, hat sich die Sache gegessen. Wir können dann auch mit dem Livonischen Orden hier diesen Militärzugang aufkündigen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das stört uns nur. Also, das heißt, ja, da können wir jetzt einfach die Zeit abwarten und vielleicht ist Riga dann noch im Bereich des Möglichen. Vielleicht haben dann andere zugeschlagen. Das werden wir noch sehen. Insofern da erstmal Ruhe an der Seite. Und jetzt gibt es eine richtig gute Nachricht. In Dänemark hat Christopher III. Von Wittelsbach hat sein Verhältnis uns gegenüber verändert. Sie sind jetzt freundlich gestimmt und das bedeutet, und das ist wirklich wichtig für Pommern, wir können das Bündnis mit diesem wirklich mächtigen und hilfreichen Partner eingehen. Und das machen wir auch sofort. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt erstmals eine wirklich relevante Sicherung gegen Polen. Und im Gegenzug werden wir das Bündnis mit Pferden beenden. Aber wir müssen erstmal noch ein paar Tage laufen lassen, ehe der Diplomat wieder zurück ist. Genau, da haben wir es. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, das behindert uns jetzt eher und wir schauen ganz kurz mal 4-4. Dänemark, Böhmen, Braunschweig, Lübeck. Ich denke mal, so belassen wir es erstmal mit Böhmen. Das muss ich mir nochmal genau überlegen, wie sich das entwickelt. Noch haben Polen und Böhmen ja einen Frieden bis 91, glaube ich. Solange können wir das, glaube ich, aufrechterhalten. Da ist es kein Problem und dann müssen wir einfach mal sehen. So, wir sollten dieses Bündnis eigentlich so schnell wie möglich vertiefen. Und noch eine Staatsehe schließen. Was haben wir hier? Braun. Nein! Nein! Thüringen wird zurück an Sachsen gegeben. Aber Leipzig bleibt in ihrer Hand. Okay. Da haben wir uns natürlich ein bisschen verkalkuliert mit dieser Maßnahme. Aber ist jetzt auch nicht so gravierend. Vielleicht können sie ja Leipzig sogar wirklich behalten. Staatsehe. Das wollten wir eh machen. Wunderbar. Großartig. Damit ist das auch für die Zukunft hoffentlich abgesichert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt, was sind eigentlich jetzt unsere außenpolitischen Ziele? Also wir haben das hier formuliert. Das ist möglich, wenn diese Friedensverträge abgelaufen sind. Vielleicht erreichen wir das. Ansonsten haben wir eigentlich nur noch ein großes Ziel für Otto den Dritten. Das ist Uckermark und Neumark. Aber dieses Ziel ist im Moment meines Erachtens in unerreichbarer Weite gerückt oder nach wie vor befindet es sich in dieser unerreichbaren Weite, denn das Bündnis mit Polen und Litauen ist einfach zu stark. Es gibt ja immer noch hier die polnisch-litauische, die Personalunion und diesen Krieg können wir nicht gewinnen. Ja, insofern müssen wir einfach ein bisschen Glück haben und auf Gelegenheiten warten. Vielleicht kommt ja eine, wer weiß es. Aber aktiv glaube ich nicht, dass wir hier irgendwie sinnvoll vorgehen können. Selbst mit Dänemark, selbst wenn sie offensiv in diesen Krieg einsteigen würden, ich glaube, das ist nicht möglich. Was natürlich theoretisch denkbar ist, dass wir einen Bündnispartner von Brandenburg angreifen, Frankfurt und Nürnberg. Also, erstens ist das so eine Sache, na, es ist so ein bisschen cheesy, also was heißt cheesy, eigentlich eine Ausnutzung einer Spielmechanik, da man dadurch Polen und Litauen definitiv nicht dabei war. In der Realität weiß ich nicht, ob das der Fall wäre, ob es so eine Konstellation realistisch sind. Hinzu kommt das Problem, das besteht, dass wir sowieso keinen Kriegsgrund gegen Nürnberg und Frankfurt bekommen. Insofern stellt sich die Debatte im Moment auch gar nicht. Tja, was machen wir stattdessen? Wir werden stattdessen uns innenpolitisch weiterentwickeln. Wir werden also Pommern ja, ökonomisch und so weiter nach vorne bringen. Und da können wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Aber erstmal so die Friedensmaßnahmen. Ich werde den Unterhalt reduzieren. Ich werde im Moment nicht trainieren, weil ich tatsächlich ein bisschen Geld verdienen möchte. Aber wir reduzieren es mal komplett, um Gebäude zu bauen, um
Pommern auf diese Weise weiterzuentwickeln. Wir werden hier auch mal die Inflation reduzieren. Wir werden in den neu eroberten Provinzen Memel und Goldingen die Autonomie erstmal erhöhen, um die Unruhe hier runter zu bekommen. Die ist mir im Moment eindeutig zu hoch. Vielleicht ziehen wir sogar mit unseren Truppen dahin, um da nochmal für Ordnung zu sorgen. So, dann denke ich, um hier gleich mal ein Zeichen noch, also um Stärke zu zeigen, werden wir nochmal 2000 Mann ausheben. Das ist unser Maximum, was wir inzwischen haben, 14.000. Und dann braucht unsere Handelsflotte auch unseren Admiral. Das hatte ich noch ganz übersehen. Und unsere Galeerenflotte, die kann von mir aus in Königsberg wieder vor Anker gehen. So, mehr ist erstmal nicht, außer eine Sache, die wir so ein bisschen nebenbei machen können, nämlich die Erlasse nochmal überprüfen. Hier Wismar und Mecklenburg, da brauchen wir nicht mehr Institutionsverbreitung. Hier will ich Zentralisierungsbemühungen haben. Also ich möchte hier die Stärke an uns binden. Was haben wir hier? Vorpommern haben wir jetzt auch Fortschrittsbemühungen. Hier will ich ein Zentrum der militärischen Rekrutierung machen. Die ist sowieso hier stark. Das werden wir noch weiter ausbauen. Hier haben wir schon Handelsschutzerlass. Das ist in Ordnung. Hier werden wir auch Handelsschutzen machen. Das ist gerade für Danzig wichtig. So, und Königsberg Memel. Ja, entweder gar nichts oder auch Zentralisierungsbemühungen, würde ich mal sagen. Und Golding können wir eh noch nicht im Moment. Das steht also gar nicht zur Debatte. Prignitz, kein Anspruch mehr. Ja. Ich meine, wir könnten natürlich zusehen, dass wir stets einen Anspruch haben, um dann bei der Gelegenheit dann auch wirklich agieren zu können. Das müssen wir mal abwarten. So, was machen wir jetzt mit unseren Diplomaten? Einen senden wir los, ich glaube, um Lübeck hier nach wie vor bei der Stange zu halten. Da können wir noch ein bisschen was machen, das mache ich auch. Und der andere hält sich vielleicht bereit für Eventualitäten oder verbessert Beziehungen vielleicht mal mit Polen. Polen, ach du Schreck. Offene Feindschaft ist jetzt schon ausgebrochen. Obwohl die Meinung noch positiv ist. Ja, sie begehren Memel. Das ist das große Ding. Also, aber Gott, das Bündnis mit Dänemark kam echt rechtzeitig. Wir werden es trotzdem probieren. Wir werden die Beziehung mal positiv halten. Vielleicht hilft uns ja das doch in irgendeiner Art und Weise. So, Innovativität angestiegen in Pommern. Das Land wird Schritt für Schritt. Achso, das ist ausgelaufen. Was lese ich das denn vor? So, hier haben wir die Galeerenflotte. Die bringen wir noch zusammen. Bischof Erich II. Der Askanier bestieg den Thron in Magdeburg. Und Polen garantiert die Unabhängigkeit der Walachei. Das sind eher die südlichen Ambitionen hier. Der Johanniterorden besetzt dort das Gebiet der Krim-Tataren, so wie es aussieht. Das ist erstaunlich. Und wir müssen einen Rivalen wählen. Ja, und ich denke mal, wir wählen erstmal den Livonischen Orden, der jetzt scheinbar doch wieder unser Rivale sein darf, warum auch immer. Weil hier haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Das ist durchaus ein Expansionsziel, wenn dann der Frieden irgendwann erreicht ist. Wie viel Geld verdienen wir im Moment? Ganz wenig. Das ist aber schlecht. Wie kommt das? Wir geben ziemlich viel in die Korruptionsbekämpfung. Die Armeen sind ganz unten und wir verdienen trotzdem so wenig Geld. Gut, wir können unsere Festung noch. Die sind natürlich ziemlich teuer. Aber angesichts eines jederzeit ausbrechenden Krieges weiß ich nicht, ob das die klügste Idee ist. Lassen wir das mal lieber. So, die 2000 Mann bringen wir mal darüber. Ja gut, müssen wir uns halt dran gewöhnen. Wir haben ja auch die vielen Erlasse und gerade die Reduzierung der Autonomie, das ist ja auch durchaus ein relevanter Punkt, den ich wirklich möchte, weil der auf allen Ebenen einen großen Einfluss hat. So, Friesland hat Hamburg als Rivalen bestimmt, das ist nicht so entscheidend. Oh, und es gibt einen neuen Kaiser, das ging aber wirklich schnell, eine Regentschaft, Johann Karl der Erste. Ist Kaiser.
Unsere Beziehungen sind hier leider etwas abgesunken. Ich glaube, da sollten wir uns dann auch mal drum kümmern. Vielleicht, wenn in Lübeck wir auf Maximum sind. Was gibt es dementsprechend Neues? Österreich sieht Dänemark nicht länger als Rivalen, das ist gut. Österreich hat Kastilien als Rivalen bestimmt und Anspruch auf den Thron von Pfalz erhoben. Hochinteressant, die neue Regentschaft dort bringt gleich einige Veränderungen mit sich. Und Admiral Franciszek Mirke ist tot. Das ist bedauerlich. Ich frage mich, sollten wir von den Ständen möglicherweise hier einen Mann holen? Der Standbürger erlangt 20 Einfluss. Ich denke, das ist okay. Damit bekommen wir einen guten Mann. Wollen wir mal schauen, ob der wirklich so gut ist. Naja, Gott. Er hat einen tollen Fernkampfwert, der für uns nicht so entscheidend ist. Manöverwert wäre jetzt für den Handel besser, aber okay, wir wollen nicht meckern. Und ein Level 1 Berater Handelseffizienz ist dazugekommen. So, Mainz akzeptiert die unrechtmäßige Rückforderung von Hessen. Aber immerhin, Braunschweig hat, wie es aussieht, Leipzig behalten. Das ist doch erfreulich. Sehr erfreulich. So, Tuchola, da haben wir keinen Anspruch mehr. Wie weit sind wir jetzt hier? Wir sind bei 193 in Lübeck. Was macht das eigentlich fürs Freiheitsbestreben? Wir sind bei 21%. Ach Gott, diese Böswilligkeit, die kommt uns jetzt durchaus teuer zu stehen. Denn wäre er nicht böswillig, wären wir deutlich unter 20%. Und wir könnten damit ihren Handelseinfluss verlangen. Aber das geht im Moment leider nicht. So, Provence annektiert Lothringen. Oh. Okay. In ungewöhnlicher Rolle hier die Provence. Sehr interessant. So, wir können in die nächste Technologie und das ist Marineambition. Ja, jetzt kriegen wir weniger Geld, weil die Handelsmachtsachen weggehen. So, werden wir das machen? Minus 5%? Ich denke ja. Wir werden es machen, weil wir jetzt hoffentlich vor der Zeit sind. Genau, und dann kriegen wir immerhin unseren positiven Effekt, glaube ich, ne? Der Zeit voraus. Gut, wie auch immer, wir bekommen Marineambition, was uns unsere Flottenmoral erhöht. Sehr schön. Und ab jetzt werden wir dann diese diplomatischen Machtpunkte einsetzen für den Ausbau von Danzig. Denn das ist. Ah ja, okay. Gleich beide können wir abberufen. Wo wollten wir nochmal hin? Wartet mal. Das habe ich jetzt ganz verdrängt. Irgendwo wollten wir Beziehungen verbessern. Ja, natürlich in Österreich. Ganz wichtig. Wobei, wartet mal, wir sind hier plötzlich auf über 117 gekommen. Keine Ahnung, wie das so schnell jetzt ging. Wir brauchen nicht nach Österreich gehen. Das macht keinen Sinn. Was ist das für ein Krieg? Salzburg kämpft gegen Bayern. Und ein Wittelsbach auf dem Thron in Polen, so wie es aussieht. Waren da schon die ganze Zeit Wittelsbachs? Bedeutet das möglicherweise Entspannung? Weil sie befreundet sind mit der anderen Wittelsbach-Linie in Dänemark? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, wir haben bald hier die Kernprovinzen in Golding, dann auch irgendwann in Memel, aber noch hält Polen still. Zum Glück, muss man sagen, zum Glück. Denn dann können wir sie aufnehmen hier. Ich würde mal sagen, dann nutzen wir den Diplomaten und vertiefen hier unsere Beziehung mit Dänemark. Den einen zumindest. Das scheint mir im Moment das Sinnvollste zu sein. Haben wir eigentlich auch Flottenlimit dazu bekommen? Nee, im Moment nicht. 23, 14, wir sind voll am Limit. So, Neumark ist nicht mehr rechtmäßig Teil. Ich würde mal sagen, das werden wir jetzt mal verändern. Wir werden hier Spionage-Netzwerk wieder aufbauen und uns die Ansprüche zurückholen. Wer weiß, vielleicht kommt ja doch eine Gelegenheit. Die Kriegsgründe haben wir entsprechend verloren, das ist klar. So. Okay, Portugal hat ein goldenes Zeitalter eingeleitet. Ja,
Und wir haben jetzt überall die Renaissance gefördert und sind durchaus auch im Bereich dessen, dass wir das hier schaffen können. Das wäre doch wirklich noch ein schönes Ziel. Erzbischof Formholt II. Bestieg den Thron in Riga. Dänemark gilt nun als Großmacht. Oh, sehr schön. Unser Bündnispartner. Und was ist hier? Verrat gegen Pommern. Rekrutierung ist aus der Notwendigkeit heraus etwas, das eine etwas dezentralisierte Angelegenheit sein muss. Oft wird es den Adligen in der Hauptstadt anvertraut, welche dann verantwortlich dafür sind, eine Reihe von Männern aus verschiedenen Provinzen unter unsere Kontrolle zusammenzubringen. Dies ist ein System, das in gewissem Maße auf Vertrauen beruht, da die Zentralregierung nicht an den Details der ländlichen Musterung beteiligt ist und die einzige Form der Kontrolle, die wir haben, sind die nur oft sporadischen Inspektionen, die die Armee selbst leitet. Eine solche Inspektion in Danzig hat dabei einen Skandal hervorgebracht. Die Rekrutierungslisten, die wir in dieser Gegend haben, sind voller fiktiver Namen und niemand scheint zu wissen, was wir eigentlich aus der Region aufbringen können. Okay, ich denke, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, zumal wir ein Kriegsausbilder sind vom Charakter her. Uta der Dritte, genau. Und dementsprechend sagen wir müssen die Täter bestrafen und unsere eigenen Umfragen durchführen. Der Standadel verliert an Loyalität. Wir erhalten aber 2,5% Armeeprofessionalität, sehr schön. Und in Pomerellen steigt die Unruhe und reduziert sich die Rekrutenreserve. Oh, in der gesamten Region, das ist natürlich unschön. Sehr, sehr unschön. Na gut. Aber da kann man nichts machen. Wir können. Oh, Golding ist jetzt sehr schön. Dann werden wir jetzt hier auch Golding hinzufügen zum Heiligen Römischen Reich. Und wir sind in der Lage, in der Militärtechnologie weiterzumachen und damit erstmals Artillerie zu bauen. Ah, vielleicht hätte ich doch mal warten sollen mit dem Bau hier unserer zwei Regimenter. Die haben wir jetzt eigentlich durchaus nötig. Die Artillerie. Egal, die Prozess erstmal entwickelt. Und damit sind wir jetzt wieder up to date. Sehr schön. Artillerie wurde in Europa seit dem 13. Jahrhundert dokumentiert. Aufgrund ihrer mangelnden Mobilität war ihr Nutzen auf dem Schlachtfeld jedoch sehr eingeschränkt. Durch die Entwicklung der Protze in den 1470er Jahren wurden Geschütze mobiler und dadurch nützlicher. Militärtaktik. Sehr schön. Und eben die ersten. Ah, und jetzt ist der Devonische Orden nicht mehr gültig. Was für ein Hin und Her. Ja, die ersten Artillerieregimenter, die rekrutierbar sind. Wir werden jetzt hier auch hier den Start. Oder? Wartet mal. Macht das überhaupt Sinn? Eigentlich ist das total Quatsch. Vielleicht machen wir das, wenn wir Jelgava irgendwann haben. Aber solange es nur Kurland ist, lasse ich es einfach. Wir verdienen jetzt schon kaum Geld. Beziehungsweise verlieren sogar welches. Puh, oh Mann. Oh Mann, unsere Berater sind zu teuer. Unsere Berater sind zu teuer. So, wen rivalisieren wir denn jetzt? Polen, Holland oder Dänemark? Ja, man könnte jetzt so aus Feigheitsgründen einfach Holland sagen, aber ich denke, wir schauen der Sache mal ins Auge und rivalisieren Polen. Es ist dann halt so. Wobei wir vielleicht nicht unbedingt gleichen Kriegsgrund. Obwohl, den haben sie sowieso, den Kriegsgrund, denn ich denke, dass sie auch einen Anspruch auf Memel haben, oder? Litauen, Pommern. Nee, Litauen nur, nicht Polen. Das ist merkwürdig. Sie haben das hier als ihr großes, relevantes Ziel auserkoren, haben aber selbst keinen Anspruch darauf. Vielleicht wollen sie es direkt Litauen geben. Das ist durchaus möglich. So. Oh, Novgorod hat dem Livonischen Orden den Krieg erklärt. Die wollen jetzt ihren Teil abhaben, wobei Novgorod jetzt auch nicht die stärkste Nation ist. Allerdings verbündet mit Polen. Das könnte wiederum interessant werden. Sie sind aber nicht mit im Krieg. Und Otto der Dritte blamiert den Hof. Der Herzog hat sich heute eine Peinlichkeit vor dem Hof und einigen fremden Gesandten geleistet. Die Auswirkungen werden sich über Jahre hinziehen. Wir verlieren Stabilität. Das ist unschön. Da müssen wir was tun, das ist ganz klar. Ach, und diese wertvollen administrativen Punkte, die wir für die Entwicklung so gut gebrauchen könnten, die sind futsch. Nun gut, 1486 haben wir es. Pommern scheint stabil zu sein. Bald ist Memel Kernprovinz
und dann auch noch Teil des Heiligen Römischen Reiches. Und dann hätten wir im Falle eines Falles nicht nur Dänemark, sondern auch Österreich an unserer Seite, wenn Polen uns wirklich angreifen wollen würde. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Oder, naja, mal sehen. Gut, wollen wir nicht spekulieren. Wollen wir mal schauen, was die nächsten Jahre so bringen werden. Ich freue mich darauf. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinballen.